Von draußen scheint so schön die Sonne herein. Der Osterhase kratzt schon an der Tür, aber wir lassen ihn noch nicht rein. Aber es wird schon so leicht österlich mit so ein bisschen Strohkranz, Eier und als Türkranz, Tischkranz zeige ich euch gleich zwei Ideen. Bevor wir anfangen, möchte ich aber mal eben mit euch in Zeitschriften rumstöbern. Ich gönne mir immer zwei. Das sind so die beiden einzigen, die mich so interessieren, weil für Instagram und Pinterest habe ich auch irgendwie nicht immer so Zeit. Und damit ich euch so ein bisschen schon mal in das Thema reinbringen kann, warum das, was ich mache oder wir machen, so gut dazu passt. Also ihr seht, wir sind auf dem richtigen, echten Holzweg immer noch gut aufgehoben. Alles in Schwarz, Naturfarben, da passt das natürlich perfekt rein. Und ja, also für diese Landschaft wäre dann im Prinzip das perfekt geeignet. Auch hier, ihr seht so schön dieser Kamin, da ist das wäre so schön. Obwohl auf dem Tisch steht jetzt schon Deko, aber so von der Richtung ist das genau meins. Das finde ich also richtig, richtig klasse. Und das hier habe ich noch gefunden. Das wäre jetzt, wo ich gerne in den Urlaub fahren würde. Ist das schön? Das ist doch der Knaller, ne? Draußen hier so schön schwimmen im Pool mit Schnee auf dem Dach. Aber auch hier seht ihr das Ambiente mit dem Kamin, mit dem Holztisch, mit dem dunklen Sofaeck. Da passt es einfach perfekt auf den Tisch in diese ganze in diesen Hütten-Style, in den modernen, passt es super rein. Hier habe ich jetzt noch mal etwas in Grau rausgesucht. Auch dazu, wer jetzt in Grau, Silber eingerichtet ist, kann wunderbar Schwarz, Grau, Natur dazu, natürlich dazu kombinieren. Und hier sind auch so witzige, kuschelige Sofas. Da gibt es ja jetzt schon so wie so ein Teddy, so Sitzecken. Richtig cool. Und das hier ist auch voll mein Ambiente. Und ihr seht, ich halte es einfach nur mal dahinter, damit ihr euch vorstellen könnt, wie gut diese Naturgestaltung alle in diese Naturwohnungen oder Hütten reinpassen, obwohl es auch, so auch schon sind schon echt coole Hütten. Aber auch einfach in die Küche hier, auf den Küchentisch, auf Eck mit Weiß, sieht es halt auch super aus. Also es sind einfach so ja, Ambiente, Wohnambiente-Ideen, wo man dann sagt, okay, also so möchte man gerne leben und wohnen und was kann man da reingestalten? Ich hoffe, du kriegst das alles gut mit drauf auf die Kamera. Der Kameramann hat eben schon gesagt, also das ist ja draußen Wetter wie im Frühling. Also gestern war es noch kalt, heute nicht. Okay, Unterbau, das ist unser fertiges Modell. Tada, Brett, Strohrömer, Strohkranz, unterschiedliche Eier. Der Clou daran ist, damit das nicht aussieht wie Bauernhof, ne, oder Maus kommt, ist dieses Lederband. Das haben wir neu. Es gibt es in drei Farben, braun, ich glaube grün oder so. Oder auf jeden Fall dieser Grauton ist einfach perfekt hier für diese Gestaltungsart. Und der macht es ruhig, weil wir hatten den Strohkranz, dann eine Echtkerze und wollten direkt die Eier darauf kleben. Oh, das sieht wirklich aus wie Bauernhof. Früher hätte man das so gemacht, aber heute eben nicht mehr. Und das ist der feine Unterschied. Das heißt, indem man da einen ruhigen Unterbau schafft, durch dieses Lederband oder was ihr habt, vielleicht ein bisschen alten Stoff, Lederreste, müsst ihr mal gucken, dann kannst du darauf auch wunderbar das drauf, das ist hier dieses feste Drahtband, der feste, und dann eben große Eier, mittlere Eier, kleine Eier, der Mix macht es auch und dann eben, ups, in den Farben ungefähr so bleiben. Und dieses Band sieht aus, ist wie Lederoptik, ist aber ganz weich und schön und das wird dann einfach nur so gecrashed, bisschen fixiert und dann werden die Eier so dazwischen gesetzt. Also, das hier waren zwei fertige Strohkränze, die wir so gekauft haben, dann aufgepimpt haben, habe ich überlegt, okay, wie kann ich euch das mal zeigen, wie ihr das umsetzen könnt? Also, Tannenkranz AD, Tanne ab, Strohkrümmer her. Strohkrümmer, das sind, ich habe jetzt einfach mal so das aufeinandergelegt. Und hier hatten wir Weihnachten Weinflaschen geschenkt bekommen und da war halt das alles drin. Und weil Stroh habe ich jetzt nicht. Ich könnte jetzt zum Bauern gehen, fragen. Der würde mir bestimmt was geben. Aber ich habe jetzt versucht, einfach euch mit dem, was ich auch so habe,
das irgendwie so, dass man das umsetzen kann. Hanf ist eigentlich überhaupt nicht mein Material, also überhaupt nicht mein Dekomaterial, war aber jetzt auch mit da drin. Und da müsste man gucken, ob man mit Hanf eben auch sowas Plüscheliges macht, ob das die Wirkung hat. Diese Sachen hier hatte ich euch letztes Jahr schon mal in einem Ostervideo gezeigt. In Schwarz und Grau gibt es ja in den Tüten schon in den Bastelgeschäften. Das sind ja einfach diese zerschredderten Papierspäne-Geschichten. Aber eigentlich finde ich schon cool dieses. Das ist ja manchmal bei Wein, Schokolade oder irgendwie so mit drin. Und wenn man dann einfach nur so einen Tuff nimmt, dann diese Krampen und das Ganze hier so raufsetzt, dann hat man einen ähnlichen Effekt wie Stroh. Ach komm, so ein bisschen Hanf kommt da jetzt immer zwischen, so minimal, dass es nicht zu doll ist. Ich habe die noch gar nicht zusammengebunden. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, wie ihr das dann umsetzen könnt. Das braucht man gar nicht winden. Also ich finde, dass das mit diesem aufgesetzten Tuffs eigentlich eine ganz gute, schnelle Deko-Idee oder Umsetzung ist. Das ist doch auch überall bei diesen Süßigkörben mit dabei als Unterbau. Aber meistens haben sie es dann in Giftgrün. Das will dann natürlich kein Mensch haben. Ne? Also sollte schon irgendwie naturfarbend sein. So, und für mich war einfach ausschlaggebend, wir hatten das dann auch die Idee gesehen mit diesem Lederband darunter. Da haben wir gesagt gleich, oh, das ist es, das bringt Ruhe rein. Das war genau das, was uns auch fehlte als Idee. Und da haben wir das auch gleich schnell umgesetzt, so in unserem Nordstil. Ja, also ihr seht, ihr könnt das ruhig auch alles miteinander mixen. Und es hat dann doch auch ein bisschen einen Strohcharakter. Und er ist relativ schnell fertig, der Kranz. Das wäre jetzt, glaube ich, ein 35er oder 30er. Stand, glaube ich, eben auch dran. Oder 30er und 25er. Jedenfalls so ein bisschen diese Tortenoptik. Und ja, dann kann man, wie gesagt, nachher eine schöne Kerze oder einen Hasen rausgucken lassen oder ein großes Straußenei reinlegen mit einer Fasanenfeder. Ich finde, das ist einfach mal was, ja, Lässiges, Schnelles, was man gut umsetzen kann. Und das Ganze gibt es auch für die Tür. Tada! Und dann sieht das genau so aus. Da ist der Unterbau einfach ein Geästkranz oder Reisigkranz. Dann auch das Band gecrashed draufgesetzt, ab und zu mal fixiert mit den Tampen, mit der Heftzwecke und die Eier zwischengeklebt. Das Drahtband lässig rüber. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist eigentlich nochmal dieses, ja, dieser runde Reif, der mit Tau umwickelt ist, der löst den ganzen Kranz nochmal auf, gibt ihm mehr Größe, mehr Volumen, eine Leichtigkeit, aber auch wunderschön mit der weißen Wand. Und dann hier unten drunter sind unsere schönen Quasten, die bringen ja dann auch den Pfiff rein. Also ich finde, so die Kombination ist das echt mal ein richtig lässiger Türkranz. Passt hier auch perfekt bei uns rein mit unseren Lampen und so, dass wir so im Prinzip von dieser winterlichen Lounge-Landschaft, so ein bisschen Hütten-Style, moderner, rüberkommen in so einen Osterhasentreff. Also so ist der Gedanke, die Welt. Aber die Idee, diesen Break zu finden, dass man da ein Band oder einen Stoff drunter legt, um Ruhe reinzubringen, das ist eigentlich das, was ich euch in diesem Video mitgeben möchte. Und dass Stroh vielleicht auch mal wieder in Mode kommt, keine Ahnung, oder eben so ein Geäst mit einfachen Dingen. Ihr bekommt das hin, mit Sicherheit. So, ich bereite mal das nächste Video vor. Das wären unsere lässigen Körbe mit Hasenköpfen drin. Und wenn euch dieses Video Spaß gemacht hat und gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Ich freue mich auch über eure Kommentare natürlich. Und wir sehen uns dann in Kürze mit Würze, eure Imke. Ciao! We'll be right back.